Und auf der anderen Seite schneidet Vanessa Dings. Und hier hat Franziska Elbler wieder mit viel Schwung zum Tor gearbeitet und ihre Mitspielerin auf Außen nicht gesehen. Marin Tegler mit der Zeitstrafe jetzt hier. Alina Gassen holt den Siebenmeter raus. Und jetzt tritt wieder an Larissa Heil. Und sie tritt diesmal an gegen Justine Steiner. Und sie bleibt Siegerin. Und zwar doppelt auch im Nachwurf. Ganz hervorragend gehandelt. Großes Kompliment an beide Torhüterinnen der TSG. Der ganz große Unterschied im heutigen Spiel. Während beide TSG-Frauen, Torfrauen, immer wieder eine Hand am Ball bekommen haben, sah das eben halt auf Limfurter Seite nicht so gut aus. Und Abwurf, wieder hervorragend gehalten. So souverän das Spiel der TSG in der ersten Halbzeit auch war, mit 19 geworfenen Toren, haben wir jetzt eben halt in 22 Spielminuten nur 8 geworfene Tore. Also man kann nicht sagen, dass Limfurt hier chancenlos war. Wenn dann eben halt die Abwehr dort funktioniert hätte, beziehungsweise im Zusammenspiel mit der Torhüterin in der ersten Halbzeit, oder eben halt auch das Abstellen der Fehler im Angriff. TSG-Tore in der zweiten Halbzeit meist nur aus 7 Meter oder aus dem schnellen Angriff, wenig aus dem Positionsangriff. Hier macht es jetzt Jamacek besser, aber auch eine Einzelaktion. Man schön Hüftwurf angesetzt, ein probates Mittel, wenn sie im Teil im Gesamten nicht läuft. Und das ist das, was TuS Limfurt im gesamten Spiel hätte besser machen müssen. Vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Abschluss. Abschluss besser gekrönt. Judith Reef zeigt es, wie es besser geht und trifft zum 29-20 und Auszeit genommen durch TuS Limfurt. Bettina Grenzlein wirkt nochmal auf ihre Spielerin ein, dass sie die letzten Minuten hier nochmal alles geben sollen. Damit man das Ergebnis auch mal deutlich angenehmer gestalten kann, als es vielleicht die erste Halbzeit mit dem Halbzeitstand von 19:11 hätte vermuten lassen. Und man kommt aus der Auszeit heraus mit einem Spielzug angesagt. Viel rechts ist angesagt. Wir wollen mal gucken, was das hier bei dieser Mannschaft heißt. Oh, Christine Wolter wollte mal mit einem alten sogenannten Bauerntrick da hinterherkommen. Der Wechsel zwischen der Halb- und Außenposition und der Einläufer holt dann die Anreihposition. Das scheitert aber. Und wieder hat Wismar die Möglichkeit, zu einem schnellen Angriff zu kommen. Aber hier gutes Umkehrverhalten von Alina Gassen. So muss die TSG erneut in den Positionsangriff. Was Neues aufbauen. Andere Seite, wenn wir jetzt sehen. Franziska Eppeler jetzt auf links aus, mit Franka Kühner auf halb links und Ludmila Jamacek auf der Mittelposition. Und Franka Kühner holt den 7 Meter heraus. Abwehr durch den Kreis. Und jetzt tritt erneut an die Nummer 6 der TSG, Franziska Eppeler. Die kann das 30. Tor für ihre Mannschaft erzielen und ihre eigene gute Leistung damit krönen. Aber sie scheitert. Dritte verworfene 7 Meter auf der Seite der TSG.
Und währenddessen brechen die letzten 5 Spielminuten an. Spielstand 29-20. Und Vanessa Edelberger trifft zum 21. Tor für ihre Mannschaft. Und das war einfach mal auch gut gespielt. In der Bewegung gekommen. Und auf der anderen Seite zeigt Franka Kühne, dass sie das gleiche auch kann. Man muss sagen, nachdem Alina Gassen das 22. Tor erzielt hat, dass das Spiel zum Ende hochklassiger wird mit vielen schnellen Angriffen. Wenn der TuS Linford das gesamte Spiel so gespielt hätte, dann müssten sie hier nicht so deutlich zurückliegen und dann wäre auch hier was drin gewesen. Leider ist hier die Mannschaft deutlich zu spät aufgewacht. Schrittfehler von Franziska Heppler. Gut beobachtet von der Nummer 14, Felicia Edelsberger, dass Alina Gassen nicht frei stand. Hat nachgelaufen, aber auch hier ohne Vorbereitung, ohne wirklichen Druck zum Tor. Ball einfach hergeschenkt. Justin Steiner war dran. Es geht mit einem Abwurf weiter und auf der anderen Seite Kreuzung von Tini Wolter zu Franka Kühne. Und die macht dann hier das Tor, das 31. Noch 3,5 Minuten zu spielen. Ja, der nächste Heimgegner von der TSG wird es ihnen sicherlich nicht so einfach machen. Das ist ein TSV Travemünde, die in der Tabelle natürlich auf Tabellenplatz 3 mit deutlich besser platziert sind als der TuS Linford und dort auch bessere Einzelspielerinnen haben. Gerade mit Franziska Haupt auch eine Spielerin haben, die der Abwehr von der TSG das Spiel sicherlich deutlich schwieriger machen wird. TuS Linford war kurz Zweiter auf 23-31. Freiwurf für Judith Reeves. TuS Linford hat auch nochmal die Deckung umgestellt, ist ein Stück weit offensiver geworden. Und 2 Minuten Zeitstrafe für Elina Gasse. Die hier nur auf die Gegenspielerin gegangen ist, gar nicht zum Ball geguckt hat. Und somit müsste TuS Linford fast die restliche Zeit in Unterzahl spielen. Ja, auch gut nach außen nochmal gespielt, gut von Susanne Müller gesehen, aber eben halt unsauber. Dann macht man es eben halt zur anderen Seite und es trifft erneut Judith Reeves zum 32-23. Ich denke mal, das erklärte Ziel für den TuS Linford muss es hier sein, unter 10 Minustoren zu bleiben. Den Außenspieler eben nicht mitgesehen, die völlig frei stand. Und da geht hier einer durch die Hosenträger. Torschütze mit der Nummer 18, Evi Hüßmanns. Und vorne wieder der Fehler der TSG und Konter. Clever gemacht von der Nummer 3, Vanessa Edelberger. Und somit verkürzt der TuS Linford auf 25-32, sodass sie vielleicht ihr erklärtes Ziel, unter 10 Minus zu bleiben, auch erfüllen kann. Vielleicht bricht die letzte Spielminute an. Gute Überzahlsituation, Aushandlung gespielt. Aber Franziska Heppler scheidet von der Linksaußenposition. Und 10 Meter, weil Stefanie Larsen und Susanne Müller zu spät kamen, hinten dran an der Gegenspielerin waren. So, Vanessa Edelberger trägt an zum 10 Meter. Sieht
unverwandelt gegen Justin Steiner. Verkürzt Samuel auf 26 zu 32. Nur noch 20 Sekunden zu spielen. Tuss Lindford vollständig gleich nochmal. Franzl Kleipel scheidet. Und die Alina Gassen trifft dort, gerade noch eingelaufen, zum 27 32. Ja, wie gesagt, wenn Tuss Lindford früher so angefangen hätte, so früh Handball zu spielen, dann hätte das auch funktioniert, hier Punkte mitnehmen können, zu können. Und muss ich ganz klar bei der TSG bedanken, bei den Torhüterinnen, die hier die Mannschaft gut im Spiel gehalten haben. Das war der Unterschied. Franziska Hippler war, ist noch positiv hervorzuheben. Auf diesem Wege wünschen wir natürlich aber noch Evelyn Schulz alles Gute, dass die Verletzung nicht so schlimm ausfällt. Ja, der Tuss Lindford wird sich weiter auf ihre Abschiedstour aus der zweiten Liga begeben. Zwei ganz wichtige Punkte für die TSG im Klassen, um den Kampf in, zum Klassenerhalt bzw. zur Qualifikation der eingleisigen zweiten Liga. Wir verabschieden uns hier, wünschen Ihnen auch einen schönen Tag. Das war's bei Sport in Schwerin aus der Sporthalle in Wismar, TSG gegen Tuss Lindford.